Hallo und willkommen zu meinem ersten Video. Heute habe ich diesen alten und verlassenen Leuchtturm mit Wasserfarben gemalt und ich werde euch dazu ein bisschen was über meine Technik und die Materialien, die ich so verwende, erzählen. Eine Bildersuche sagt, dass es ein sowjetischer Leuchtturm ist, der 1939 erbaut worden ist. Ich mag das Bild voll gerne, die strukturierten Felsen im Vordergrund, der abgenutzte Turm und die coolen Wolken im Hintergrund. Das ist alles voll super zum Malen. Ja, wie immer fange ich mit einer Vorzeichnung an. Mir ist es in dem Fall gar nicht so wichtig, dass das super genauso ausschaut wie die Vorlage. Aber ich passe auf, dass der Turm schön gerade wird und dass die Streifen am Turm schön gleichmäßig sind, weil das ist auf jeden Fall was, das auch wem auffallen wird, der die Vorlage nicht kennt, wenn das nicht genau passt, und dafür verwende ich auch Geodreieck bzw. Lineal, damit das auf jeden Fall passt. Das Papier ist Bambu von Hahnemühle, das mag ich wegen der schönen, relativ glatten Oberfläche sehr gerne. Leider ist es ein bisschen dünn, aber auf der kleinen Größe geht es, wenn man es am Tisch festklebt, so wie ich es da gemacht habe, dann wälzt es auch nicht zu stark, wenn es nass wird. Der nächste Schritt ist es, das ganze Papier einmal nass zu machen. Ich habe mir da ins Wasser eine kleine Spur Ultramarin reingemischt, damit ich besser sehe, wo ich es schon nass gemacht habe. Das mache ich, weil das Papier die Farbe besser annimmt, wenn es schon mal nass gewesen ist. Und während es trocknet, mische ich mir die Farben zusammen, die ich für den Himmel brauchen werde. Da ist einmal ein Phthalo-Blau, das ist ein bisschen grünlicher als das Ultramarin und das ist aber zu grünlich für den Himmel. Deswegen kommt wieder Ultramarin dazu. Und reines Ultramarin werde ich auf jeden Fall auch brauchen. Für die dunkleren bzw. graueren Stellen im Himmel mische ich Ungrau gebrannt und Ultramarin. Die zwei gemeinsam geben ein super schönes Grau oder sogar Schwarz. Und das ist in dem Fall viel praktischer, als wenn ich direkt ein Schwarz nehmen würde, weil ich die Mischung ganz leicht in Richtung Braune oder in Richtung Blau variieren kann, je nachdem wie ich es gerade brauche. Für den Himmel hätte ich es gern ein bisschen bläulicher natürlich, und unten in die Felsen kann ich es dann ein bisschen bräunlicher machen. Ja, das Papier ist jetzt nicht mehr sehr nass, sodass die Farbe komplett zerrinnen wird, aber auch nicht komplett trocken. Eigentlich perfekt für die Art von Himmel, die ich haben will. Ich fange da an mit der Mischung aus Phthalo-Blau und Ultramarin, die ich in den oberen Teil rein mal, und in den seitlichen Teil hier kommt das reine Ultramarin und unten ist die Mischung aus Umbra und Ultramarin, die eben super schön gräulich ist. Ich habe auch immer eine Küchenrolle bereit, falls ich irgendwo zu viel Farbe, zu viel Wasser drauf tue, dass ich es sofort wieder runterkriege. Damit kann man Fehler, wenn man schnell ist, sofort wieder ausbessern. Mit einem anderen, kleineren Pinsel mache ich dann die Wolken, also den dunklen Teil von den Wolken, nochmal deutlicher. Die roten Pinsel, die ich verwende, sind DaVinci Cosmo Spin, das sind meine Lieblingspinsel für Wasserfarben. Und die grünen sind auch von DaVinci, das sind so Schulpinsel, die habe ich noch aus meiner Schulzeit und die halten ewig und daran kann ich eigentlich auch überhaupt nichts aussetzen. Ja, als nächstes mache ich das Wasser, dafür habe ich mir noch mehr Phthalo-Blau in die Mischung gegeben, weil das Wasser ist auf jeden Fall grünlicher. Es ist ziemlich warm, der Himmel ist inzwischen schon wieder ziemlich trocken und ich mache noch eine weitere Schicht von der dunkleren Mischung. Wenn ich mit Wasserfarben male, dann male ich sehr gerne in viele verschiedene Schichten. Ich finde, das schaut urcool aus, erstens. Zweitens hat man dann nicht so den Druck, dass man beim ersten Mal gleich alles richtig hinkriegen muss und man kann Fehler in weitere Schichten eigentlich voll super ausbessern.
Man sieht hier, dass ich auch immer wieder Wasser dazu gebe oder mit der Küchenrolle wieder Farbe wegnehme, wenn ich merke, dass irgendwas nicht passt. So, jetzt komme ich zu den Felsen und dafür habe ich mir noch mehr Farben gemischt. Einerseits wieder die Umbra Ultramarin Mischung, diesmal allerdings geht sie mehr ins Bräunliche. Man sieht es gerade hier, ich finde es schon so cool aus, wenn man so einerseits den bläulichen als auch den bräunlichen Anteil in der Farbe sieht. Ja, ich mag es so gerne. Außerdem habe ich noch hellere Mischungen mit Sena gebrannt und Ocker vorbereitet. Das Licht kommt in dem Bild von der rechten Seite und ich werde versuchen, die Struktur von den Felsen zu modellieren, indem ich die helleren Mischungen auf die rechte Seite und die dunklere auf die linke Seite in den Schatten mache. Das sind dann auch schon alle Farben, die ich in dem Bild verwende, also Ultramarinblau, Phthaloblau, Umbra gebrannt, Sena gebrannt und eine kleine Spur Ocker. Die fünf Farben bestehen jeweils aus nur einem einzelnen Pigment, wodurch sie super zu mischen sind. Und sie haben eine ausgezeichnete Lichtechtheitsbewertung, das heißt, das Bild wird nicht ausbleichen, auch wenn man es mal eine Zeit lang in der Sonne hängen hat. So, die Felsen haben ihre erste Schicht bekommen. Jetzt mache ich das Wasser noch detaillierter. Dazu habe ich die Ultramarin Phthalo Blau Mischung ein bisschen abgedunkelt mit Umbra und mehr Ultramarin und dann date ich hier so ein bisschen die Wellen an. Ich finde, das geht ursuper mit Wasserfarben, Wassermalen, da kann man meiner Meinung nach gar nicht viel falsch machen, weil es schaut einfach immer gleich gut cool aus. Der Turm selber, der hat ja so eine abgenutzte, undefinierbare Farbe, irgend so ein altes Grau. Und dafür habe ich jetzt einfach alle Farben einfach irgendwie zusammengemischt und es ergibt genauso einen Ton. Ich schaue, dass ich auf der Schattenseite ein bisschen dunkler werde und auf der Seite, wo das Licht den Turm trifft, ein bisschen heller. Ein Teil vom Leuchtturm, wo einmal das Licht drinnen war, male ich wieder mit Ultramarin Umbra Gebranntmischung. Die Felsen sind inzwischen getrocknet und ich mache jetzt mit Umbramarin die Schattenseite noch deutlicher. Direkt bei den Felsen ist das Wasser ein bisschen dunkler, weil dort weniger Licht hinkommt und weil sich die Felsen ein bisschen spiegeln. Der Felsen im Vordergrund braucht natürlich auch mehr Struktur. Zu dem Zeitpunkt weiß ich eigentlich gar nicht mehr genau, mit was ich da mal. Das ist irgendwie Umbra, Ultramarin und Sena zusammengemischt. Hauptsache es passt vom Ton her irgendwie rein. Hier bin ich an einem Punkt angelangt, wo zumindest alles einmal mit Farbe bedeckt ist, wo klar ist, welche Farben ich verwenden werde, was wohin kommt und wie das ganze Bild ausschauen wird. Und ich mag das sehr gern, wenn ich an so einem Punkt angelangt bin, weil für mich ist jetzt klar, es gibt jetzt keine Überraschungen mehr. Wenn ich einfach weitermache, dann wird es auf jeden Fall cool. Es gibt jetzt auch nicht mehr so viel zum Erzählen. Ich male einfach eine Schicht, lasse sie trocknen, dann die nächste. Und dabei verwende ich immer dünnere Pinsel, sodass sich automatisch immer mehr Details ergeben.
hier bin ich drauf gekommen, dass ich den Himmel nicht ganz bis zum Punkt gemalt habe, aber das ist zum Glück kein Problem, einfach ein bisschen Farbe drüber malen und zack, einmal wegwischen und schon sieht es niemand mehr. Haha, die Details da oben an der Spitze, das schaut so leicht aus in der Timelapse, aber da hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten.
Ja, so könnte man das Bild eigentlich fast schon lassen, aber ein paar Details gehen noch besser. Zum Beispiel kann man den Himmel noch ein bisschen dramatischer machen. Ja, das Wasser kriegt da im Vordergrund auch noch ein paar zusätzliche Details. Im Himmel bessere ich noch eine Kleinigkeit aus. Dann kriegen wir auch noch den Turm selber und die Felsen im Vordergrund den letzten Einschliff. Ja, ich bin ziemlich zufrieden, wie das Bild geworden ist. Es ist sicher eins von meinen besseren Wasserfallbilder in letzter Zeit. Der Himmel schaut aus, als würde da gleich ein Sturm aufziehen und der Turm selber sieht abgenutzt und alt aus. Ich glaube, das habe ich ganz gut hingekriegt. Umbra und Ultramarin war eine super Entscheidung. Mir taugt es voll, wie man diesen bläulichen Ton in den Schatten sehen kann. Und auch sonst passen die Farben voll super zusammen. Ja, das Bild ist fast fertig. Aber ich habe natürlich vergessen, das Wichtigste, ein paar Möwen, die den Turm umkreisen. Schreibt es mir in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Ich beantworte auch gern alle Fragen zu Wasserfarben und vielen Dank fürs Zuschauen.